herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es weiter bei der Firma Wiechers mit der Zelle für den Abarth. Die ist ein bisschen größer geworden als gedacht. Ich freue mich drauf, ich bin wirklich gespannt. Was wollte ich sonst noch sagen? Was wirklich krass war, wie fertig ich in dem letzten Teil aussah, ne? Ja, müde einfach, ne? Ja, war mir gar nicht bewusst, weil wir sind ja schon immerhin halbe Stunde bis Stunde hergefahren, ne? Ja. Alter, ich sah ja aus wie der Tod persönlich, ne? Das war krass. Aber dafür war ich jetzt beim Friseur nach, ich glaube, 4 Monaten. Du siehst auf jeden Fall 10 Jahre jünger aus. Haare sitzen wieder. Und andere Neuerungen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie dich gerade überhaupt gehört haben. Ja. Weil René wollte unbedingt bezüglich Ton mal wieder auf ein paar Funkstrecken umstellen. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben wirklich schon viele getestet. Mhm. Ist jetzt ja nicht so, dass wir uns mit Ton noch nicht beschäftigt haben. Aber wir testen mal wieder was Neues. Dabei fällt mir auch jetzt gerade auf, hörst du die Musik gerade? Ein bisschen, okay. Wir schauen mal. Ich würde sagen, wir gucken, wie weit Sascha gekommen ist und gucken einfach mal, wie weit die Zelle ist. Hey, Sascha, ich habe schon eben gesagt, es sind leider ein paar Rohre mehr geworden. Ja, ja. Was ja aber bei puncto Sicherheit ist, wie wir gelernt haben, immer nicht so schlimm ist, da muss man einfach durch in dem Moment, ne? Genau, genau. Ja, ist alles soweit erstmal. Okay, das sind wirklich ein paar. Dann Rohr. Ein paar Rohre mehr geworden. Ja, genau, genau. Wir waren ja erst so mal ein bisschen am Switchen. Machen wir jetzt nur ein Hauptbügelkreuz, machen wir eine Haarstrebe oder eine Gurtstrebe nur? Mhm. Also, wir hatten dann die Gurtstrebe so reingehalten. Also, du hast ja schon angefangen, hinten das Kreuz und die Querregel zu setzen, die verlängerten und dann nur leeren Raum mit einer Strebe zu füllen. wenn du sowieso schon voll durchziehst, dann haben wir mal gedacht, ja, okay, gut, dann ziehen wir jetzt komplett durch. Ja, ja. Also, dann bist du auf jeden Fall Safety First. Also, optisch sieht das so schon geil aus. Vorhin gerade so hier oben so diese Ecken, wie das so alles, ja, alles auf einen zusammenläuft. Punkt, ne? Rohrstrebe, ja. Haben wir auch drin. Ja. Sieht auch cool aus. Ist auch mit trennbar, aber nicht fest, wie gesagt. Also sonst hätten wir ja die Schelle hier oben gehabt, die wurde es ja nicht. Ja. Aber wir können es halt mit trennen, aber dann auch nur das ganze Stück. Also wenn du es separat rausnehmen müsstest, müsste ich es noch ändern lassen. Mhm. Dann müsste ich oben noch einsetzen oder du sagst, okay, dann nehme ich es ja ganz raus. Aber du wolltest ja gerne eine haben und also habe ich es realisiert. Ich finde es optisch mega krass. Die ist für ein Gurt? Ja, genau. Die hintere darfst du dann auch nicht anlenken. Das ist wirklich nur die hier, 40x2 Durchmesser, die musst du auch haben. Ah, scheiße, dann wieder schwerer. Und hinten haben wir halt die 1,5er Stärke gelassen. Weil ich so den Querriegel, den brauchst du nicht auf 2 mm machen, nur weil du dann mal vielleicht ein Gurt dran setzt. Ja, ja. Das heißt, okay, die habt ihr schon rausgenommen, die Strebe, die ich dahinter hatte, das kann dann logischerweise alles raus, das weil das wäre ja. Wär alles definitiv doppelt gemoppelt. Ne? Genau, genau. Ich bin so gespannt, was das am Ende wiegt. Ja, wir hatten mal so gerechnet, also ein bisschen so die Längen zusammengerechnet, mal abgemessen, was das so ist. Also roundabout 45, vielleicht ein bisschen aufwärts. Durch die Verbinder natürlich ein bisschen mehr. Ich habe eine Zeichnung gemacht, die können wir jetzt mal einblenden. Ich habe mir am Schreibtisch, weil ich auch drüber gegrübelt habe, mal den Käfig aufgemalt, habe im Internet mal einmal geguckt, was das meterweise wiegt. Hab mir die Meter ungefähr, ohne dass ich jetzt messen konnte, so ungefähr zusammengeschrieben. Ja. Dann ungefähr geschätzt, was die Platten wiegen. Hab so gesagt, die Platten werden bestimmt mit 15 Quadratzentimeter, werden die ja bestimmt auch nochmal 2 Kilo in Summe wiegen. In Summe, ja. Dies, das, jenes zusammen und ich bin auf 44 gekommen. Oh, das ist ja gar nicht so schlecht. Also ich würde mich, wir werden es ja in diesem Video auf jeden Fall noch erfahren. Wir werden es auf jeden Fall wiegen. Man darf halt wirklich, wir haben wirklich bei Thema Gewicht immer so ein Problem, dass man es maximal leicht haben will. Aber wenn man mal realistisch ist bei solchen Sachen, wenn es da am Ende 5 Kilo sind, die im Falle des Einschlages dann doch einem das Leben retten, den Arm retten, die Hüfte retten, wie auch immer, ist das natürlich schon besser, besser. Das ist jetzt aber so richtig, richtig stabil, ne? Ja, also es ist auf jeden Fall in 3 Richtungen auf jeden Fall gestützt. Ne? Du hast einmal unten die A-Achse, die Z-Achse und einmal die Y-Achse, die ist in jede Richtung einmal ausgestreift. Ja, ja. Also viel mehr geht nicht. Also du könntest es jetzt nochmal übertreiben und dann nochmal einsetzen oder auch nochmal eine Abstützung nach unten nehmen oder nach oben. Aber ja, das wird dann irgendwann too much. Mhm. Too much. So, und jetzt war es ja eine optische Sache. Ja. Ich wollte ganz gerne nicht diese, ich weiß gar nicht, ob wir im vorigen Video schon drüber gesprochen haben, nicht zum Montieren diese Schiebemuffen machen. Ja, genau, genau. Sondern wir wollten das alles mit diesen, heißt es Schnellverbinder? Ja, so ein Schnellverbinder, ja. Geht es auch schneller, Unterstrich, oder ist Schnellverbinder einfach nur, weil es eigentlich schneller aussieht? Ja, du hast halt nicht 4 Schrauben, nur eine. Und es ist auf die Passung abhängig, ne? Also wenn du natürlich ein bisschen irgendwo Verzug hast und da fehlt ein Millimeter, den musst du dann natürlich drücken, aber das musst du bei der Muffe dann auch. Ja, aber ja. Natürlich, wenn die Schraube erstmal angesetzt hat, hast du 4 Schrauben anstatt 26 oder was weiß ich, ne? Hast du so ein Ding mal ausgebaut gerade, dass wir mal zeigen können? Ich habe welche hier, ja. Also das ist das Einzelstück.
siehst du auch natürlich ein massives Teil, ne? Also es wird aus dem Vollen gefräst oder aus einem Stück. Mhm. Und da siehst du siehst auch noch die Frässpuren von dem Aussparen, wo sie dann wirklich auch die Flächen aufnehmen. Und dann hast du halt noch diesen Versatz hier drin, dass du einmal theoretisch eine Senkung hast, dass du wirklich eine Zentrierung der Schraube erreichst. Und dann setzt du halt das Teil so zusammen. Und da musst du natürlich bei der Ausbauvariante auch darauf achten, wenn du wirklich Winkel veränderst an den Einzelteilen und wenn du zwei Verbinder hättest, musst du natürlich auch darauf aufpassen, dass die Richtungen zueinander gleich stehen. Nicht, dass du den einen so setzt und den anderen in die andere Richtung und dann versuch mal, die beiden Teile auseinander zu kriegen. Ja? Das heißt, man muss immer zwei hat logischerweise beide so abnehmen können, sonst wird das Ganze nichts. Also, du musst alles in eine Richtung setzen oder auch darauf achten, Höhe oder zur Seite raus. Weil wenn du dann eine Kopplung hast auf dem Winkel und versuchst es dann nach unten rauszuziehen und du hast den Verbinder oben stehen, kriegst du es natürlich auch nicht raus, weil du ja schmaler wirst. Und dadurch hast du dann auch wieder einen Klemmeffekt. Ne? Extrem cool an der Sache ist halt aber, man hat gar keine Schraube mehr, die rausguckt. Genau. Selbst die ist halt hier drin versenkt. Ja. Das heißt, das Ganze sieht eingebaut später fast wie eine Schweißzelle aus, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, genau. Weil es kaum noch auffällt. Ne? Ist aber genauso zugelassen. Also darf man so machen. Du siehst auch noch oben hier die Nummer, die ist eingraviert, wegen Herstellernummer. Ne? Also das ist wirklich jetzt die Nummer dafür, dass wir sagen können, okay, DMSB oder D4 hat das abgenommen als Motorsportteil, das darf verbaut werden. Mhm. Und das wurde halt getestet. Okay, krass. So, René, und siehst du, wenn du jetzt hier nämlich reinfilmst, dann siehst du hier oben nämlich schön, wie das Dachkreuz mit vier solchen Dingern fest ist und die Ohrstrebe hier, sage ich jetzt mal, auch nochmal mit dreien fest ist. Ne? Dann siehst du auch hier, dass ich hier noch die Striche setzen habe für die Richtung, dass ich wirklich alles in einer Ebene ausbaue und dass ich dann wirklich keinen Klemmeffekt kriege. Ne? Ja, ja. Weil wenn ich den jetzt runtergedreht hätte oder so, dann würde ich es nicht rauskriegen. Und hier ist dieser Punkt halt mit dem Winkel in dem Rohr selber. Wenn du den jetzt gedreht hättest und hättest nach unten gezogen, würdest du ja gegen die schräge Kante anlaufen. Und dann würdest du nicht rauskriegen. Also musste ich mir denken, okay gut, dann muss ich ihn rausdrehen. Ne? Ja, ja. Dann habe ich nicht so viel Parallelverschiebung, als wenn ich es jetzt nach unten in den Winkel nach unten ziehe. Nach oben geht das schlecht. Also. Aber wenn man es richtig verbaut hat, lässt es sich schon einfacher montieren, demontieren als diese Schiebestücke? Ja, es kommt drauf an. Also du musst schon darauf achten, die Einzelteile dann möglichst so zu schweißen oder auch dann so vorzubereiten, dass du dann wirklich den letzten Layout, den du oben in der Ecke hast, dass du den nochmal vielleicht trennst, dass die Spannung einmal abfällt, ein bisschen, du hast immer wieder Spannung dran. Aber dann wird es von der Montage her wesentlich einfacher, als wenn du jetzt sagst, oh komm, ich hau den jetzt ran, da ist egal. Ne? Ja. Krass. Also optisch ist das schon sehr, sehr, sehr krass. Auch so, wie eng das hier so alles gebaut ist, ne? Das ist ja wirklich... Ich habe ein bisschen Luft noch gelassen. Also ich hätte noch auch genau Knatsch ranmachen können. Aber das, wie gesagt... Dass Dichtung so genau noch zwischenpasst, so, ne? Genau, genau. Also hier oben wirst du dann wohl ein bisschen drücken müssen. Oder hier vorne, wo die Schelle sitzt. Mhm. Ich habe es aber auch schon eingeschnitten, dass man die Naht ein bisschen rauskriegt, weil sonst wäre ich noch weiter nach oben gewandert. Mhm. Das ist dann wirklich rausgefallen. Und dann kannst du hier dann zur Not einen Einschnitt setzen, dass du es umklappen kannst. Und dann kannst du es aber auch reindrücken. Und dann hast du wieder den Baum komplett auf der Kante. Ja, ja. Dann ist das auch sauber abgeschlossen. Hm. Ja. Wir könnten ja auch mal jetzt einen Sitztest machen. Türkreuz rein und dann mal gucken, wie du dich davon drin fühlst. Dann sieht es auch erst so richtig nach Zelle aus. Ja, ne? Genau. Nee, ich würde sagen, dann lass mal einen Sitz einmal reinstellen. Das Türkreuz. So, ja. Da muss man auch ein bisschen so nach der Richtung gehen, dass man jetzt keine Parallelverschiebung hat. So. Ja. Muss ja nur halten. Nehmen wir zwei Schrauben ran. Einmal. Zweimal. So, jetzt aber. Jo, passt noch. Ja, wenn du bei Montage oder sowas hast oder wenn man sowas auch selber macht, wie du siehst, habe ich hier unten an der Schelle ein bisschen Luft zu dem Röhrchen selber, weil ich ja natürlich auch einen Schweißverzug hier nachher drin habe. Mhm.
Ja, das können dann wohl mal bis zu 6 oder 8 mm werden bei der Strecke. Obwohl es eigentlich nicht sehr lang ist, aber wichtig ist halt, dass vor der Montage alles schön locker ist und nicht irgendwie auf Spannung oder so, dass du dann halt immer mit entgegenwirken kannst. Ne? Ja, wenn, können wir jetzt einmal den Einstiegstest machen. Mhm. Muss ein bisschen aufpassen, weil vorne ist nur eine Schraube angesetzt. Sieht auf jeden Fall krass aus. Ja. Das Lenkrad hole ich auch schon mal. So, was halt, muss leider einmal rüberkommen, René. Was ich ja feiere, ist zum Beispiel den Knick hier. Was halt, auch wenn es nur ein bisschen ist. Ja, trotzdem ist das alles maximal weit rausgeholt hier. Willst du den Sitz noch so stehen lassen oder willst du anders sitzen? Wie viel Luft haben wir denn? Also du könntest wahrscheinlich noch einmal jetzt den Raster nach hinten setzen. Dann hängst du zwar hinten vielleicht etwas dran oder kurz davor. Aber dann hast du halt, wenn du eine Wohnwelle hast, dann machst du mal dong, 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 weil du kurz davor stehst. Ein bisschen bewegt er sich ja sowieso. Also ich würde ihn so stehen lassen. Aber wo ich drin gesessen habe, also ich hätte ihn vielleicht sogar noch einen Ticken höher gestellt. Echt? Also ich kann nicht so liegend fahren, das mag ich nicht. Also ich fahre dann lieber fast senkrecht, leicht geneigt nur. Also er könnte schon noch einen Tucken hinten dann, oder? Wahlweise hinten oder fast sogar tiefer. Nicht, dass du mir jetzt nochmal ein Rohrgestänge hier andrehst für die Sitzkonsole oder so. Also ein bisschen Luft nach hinten habe ich noch. Ja, also in der Position theoretisch kannst du sogar noch nach hinten wandern. Das geht auf jeden Fall. Wir haben hinten noch 5 bis 4 Zentimeter. Mhm. Das haben wir auch extra gelassen. Ja. Weil man kann ja halt nochmal verstellen, jeder fährt anders. Jeder möchte halt irgendwie so die Position haben, wie es er gerne haben will. Und bevor man jetzt irgendwie sagt, okay, ich mache jetzt ganz nach oben, ganz nach vorne und stelle dann den Käfig hin und dann, okay, ich will nach hinten, aber geht nicht. Deswegen haben wir gesagt, erstmal reingucken, wie er sich überhaupt bewegt, der Sitz, wo er hin kann. Und dann halt das meiste rausholen, was geht. Wow. Ja, Gurte ist dann, ja okay, bei den Rennsitzen Gurte und Schulter ist immer so eine Sache, weil du hast ja die Gurte zwar auf Schulterhöhe, aber du gehst ja theoretisch wieder nach oben durch die Schulter. Man misst eigentlich die Oberkante vom Loch dann aus, um diese 20 Grad bis 40 oder 45 zu erreichen von Schrot. Sieht man jetzt auch, also du hast jetzt Schulterhöhe hier und gehst so ungefähr 5 cm nach unten, hast einen leichten Winkel nach unten, dann hast du nicht so einen Zugdruck, wenn du dann wirklich mal aufschlägst oder sowas. Weil wenn sie dann ganz unten angebaut sind oder da unten irgendwo auf dem Hinterblech, dann merkst du schon den Druck, wie er den dichten Sitz drückt. Ne? Also was tendenziell auf jeden Fall ja dem zugutekommen würde, ist, wenn wir den Sitz ein bisschen gerader stellen, was jetzt einige schon gesagt haben, auch einige, die professionell fahren, also nicht so wie ich, die, dann gewinnen wir hier auch wieder Plätze. Da gibt es noch mehr Plätze. Da sind ja sofort 3-4 Zentimeter mehr, das heißt, man kann eine ganz schöne Ecke nach hinten wieder weiter. Ne? Ja, genau. Ja, das war nur mehr hier so meine Wörter-Stellung. Wenn du deine 6 Runden auf der Schleife irgendwann mal machen willst nach dem Bilster oder sowas, also 6 Runden, denke ich mal, in so einer Liegeposition auf Ellenbogen, wirst du, glaube ich, nicht machen müssen. Ja, krass. Ja, die Narbe ist jetzt halt auch schon so weit verlängert, dass man wirklich sagen kann, mit Blinker, auch wenn es hier ein bisschen enger ist. Den habe ich nur gebogen, damit er am Blinker vorbeigeht. Ist aber auch eigentlich egal, weil man muss ja eh gezielt hinfassen, um da überhaupt noch ranzukommen. Ne? Ja, genau, kannst du auch so hier anfassen. Ne? Genau. Deswegen. Also sonst wäre es straight geblieben. Also die ist auf jeden Fall gerade hier. Was wir vielleicht nochmal gucken könnten, ist, wenn wir mal in den Spiegel schauen. Weil meistens hast du auf Fahrerseite ist meistens keine Probleme, aber der Spiegel sitzt halt meist immer hier so auf diesem Sichtfeld, dass du das alles wirklich mit einbindest. Du kannst ja einmal die Tür zuschlagen und dann können wir da mal schauen. Also hier würde die dann wirklich laufen. Ne? Also wenn wir Glück haben, haben wir 2/3 behalten. Also wenn es TÜV wäre, TÜV sagt dann, also 2/3 vom Spiegel hätten wir schon gerne. Weil sonst. Aber genau deswegen haben wir ja eh die Variante gemacht. Zum Trennen, genau. 2 Schrauben. Das Ding einfach wegnehmen. Ja. Wenn ich auf Rennstrecke fahre, stelle ich es wieder rein. Genau. Und fertig. Ne? Deswegen, da sehe ich eigentlich auch keine Probleme drin. Ne? Was halt extrem ist, wie viel Platz noch ist, ne? Kopffreiheit hier so ist. Ja, ich glaube, die haben das Auto wirklich so zusammengesetzt und dann einfach nur zusammengedrückt und das Ding ist dann nur nach oben hochgeworden. Ne? Also das ist ja wirklich. Der ist schon sehr hoch. Ja. Der ist schon sehr hoch. Wie ist das, wenn ich aber auf der Straße fahre, muss ich hier noch irgendeine Abholzerung machen? Ne? Für die TÜV-Antragung muss gepolstert werden, ja. Was du danach dann damit machst, das ist dir überlassen, aber ist natürlich schöner. Ne? Ja. Also wenn du mal gegenklockst, ist es nur mal im Stallrohr. Ne? Also, und das heißt, das muss man dann wahrscheinlich nur so 3/4 rumstecken und irgendwie mit Kabelbindern sichern, irgendwie sowas genau, in der Richtung. Genau. Du kommst ja sowieso nicht mehr ganz rum, aber wenn also, was ich verdecken. Was ich cool finde ist, klar, jetzt fehlt das ganze Armaturenbrett, aber es schränkt
extrem wenig bis gar nicht irgendwie das Sichtfeld ein. Ne? Also das, was sonst hier so übertrieben gesagt die A-Säule war, ja, genau. Die Verkleidung und so, ne? Was, ja. Ist jetzt fast weg. Ich reiße mal einmal die Tür zu. Ums. Okay, hier stört es gar nicht. Ach ja, ist ja praktisch. René kann mich jetzt immer noch gut hören, ne? Ja, genau. hier stört es gar nicht. Das würde sogar fast noch mit den Original-Türpappen passen, ne? Ja, bloß genau da, wo die Box sitzt, diese erste Kante, die von der Tasche kommt, genau die sitzt am Rohr. Also ich habe die Tür fast zugehabt, aber mir fehlt dieser letzte Zentimeter an der Verkleidung. Mhm. Und ich bin jetzt halt ganz nach außen gegangen, damit ich hier in der Ecke diese Mutter noch aufkriege, ja, ja. Von der Schelle, weil viel weiter biegen konnte ich auch nicht mehr. Mhm. Also nicht, dass du dich jetzt wunderst, dass ich noch so weit von der Pappe bin. Ja, ja, klar, verstehe schon. Aber mehr geht halt nicht. Ja. Dann hätte ich es vielleicht nochmal anders montieren müssen oder höher setzen müssen, aber dann wäre ich schon wieder bei der Punkto Sicherheit gewesen, ne? Und mit Spiegel ist es halt auch so, ich habe den Spiegel voll, den Spiegel, klar gucke ich jetzt auf mein Kreuz, aber man sieht auch noch ein bisschen was und da sehe ich auch noch ein bisschen was. Ne? Genau, jetzt kannst du wenigstens mal auf dein Kreuz gucken. Jetzt habe ich endlich mal eins. Jetzt wollte ich gerade einen blöden Spruch machen, wollte sagen, wer guckt schon in den Spiegel, ne? Dann kommt erst von dir, Alter. Ja, cool. Letzte Frage. Ja. Punkto Unfall, glaubst du, dass diese ganze Mechanik, ist die deutlich instabiler, als wenn es dort verschweißt wäre? Also instabiler wird es ja auf jeden Fall sein, oder nicht? Ja, ist auf jeden Fall instabiler. Und hinten im Kreuz, ja, hinten in meinem Kreuz, sehe ich ja schon so Knotenbleche. Wo willst du noch überall welche hinmachen? Also ich würde Knotenbleche auf jeden Fall nochmal im Hauptbügel setzen. Mhm. Ich hätte jetzt gesagt, okay, wegen Schauen oder irgendwas hätten wir sie auch hier hinsetzen können, aber da hinten ja auch ein Kreuz ist, können wir es, so wie wir es standardmäßig machen hier, man sieht es auch bei anderen Herstellern, setzen sie es auch hier hin. Hat was vielleicht mit Verzug zu tun oder mit halt auch mit der Sicht. Ich würde sie dann auch. Aber wir machen sie halt nach oben. Und wenn wir sie hinten oben lassen, dann würde ich sie auf jeden Fall hier auch oben unten machen. Ja, und oben im Dachkreuz können wir auch welche setzen. Mhm. Das musst du aber entscheiden, also da... Das ist mir egal. Bringen würde es was? Ja, auf jeden Fall. Also Knotenbleche sind dann wieder extra Zusatzsteifung. Weil die werden jetzt ja wirklich, wie dick ist das? Welche Material? Das ist ein Millimeterblech. Millimeterblech, ja. Das Millimeterblech, da kommt es jetzt auch nicht auf an. Nee, das wirst du auch kaum merken. Die wiegen auch nichts. Ich kann mir eben gleich eins herholen, dann können wir es mal anfassen und dann... Und hier in der Flanke auch, logischerweise, ne? Ja, genau. Also ins Türkreuz selber zwei gegenüberliegende Knotenbleche. Mhm. Schweißen hat Längen, musst du das Doppelte des Durchmessers vom Rohr haben. Also sprich dann 8,5 mm in etwa. 8 cm. Das, ja, hier 8,5, das heißt, die werden bis hier so gehen, genau. Und dann nochmal die gegenüberliegende. Hier vorne hast du ja auch zwei gegenüberliegende Punkte. Mhm. Hier kommen dann auch nochmal zwei Knotenbleche rein. Und diese 8 cm musst du halt hier in der Länge der Schweißnaht erreichen, um wirklich die Norm zu haben vom doppelten Durchmesser. Und das hast du hier dann auch so, aber die werden ziemlich groß, also wirst du da gar nicht messen müssen. Krass, jetzt sehe ich auch gerade, stimmt, wir haben ja die doppelte A-Säule wirklich bis ganz unten, weil sie hier ja auch nochmal drin ist, ne? Man kann sie auch noch variieren, also man kann sie auch auf den Boden nochmal extra bringen oder man bindet sie ans Vorderteil erst an und macht das Kreuz ans Vorderteil an die A-Säule und verbindet es nach vorne hin wieder. Also das kann man halten, wie man will. Es kommt immer darauf an, wie man es baut oder was man bauen muss. So, also ein- und aussteigen finde ich easy. Das ist echt geil. Hattest du eher schlimmer gedacht, ne? Ja, nee, also das geht wirklich einfach. Okay, bevor wir wieder ein 2-Stunden-Video machen, als nächstes... Das Durchschweißen logischerweise ausgebaut. Mhm. Komplett. Ja. Die Schnellverbinder oben hatte ich jetzt schon gesehen, hattest du weggeschweißt? Ja, genau, das habe ich vorher gemacht, um wirklich, da ist extrem viel Hitze dann noch in dem Teil drin, dass ich die Spannung schon mal wegnehme. Ne? Also habe ich den Schweißverzug da schon mal rausgenommen, bevor ich dann wirklich eine Passung schweiße, die passen soll und dann nochmal extra dieses Teil schweiße, dass das schon mal weg ist. Und die alles, was jetzt noch geschweißt werden muss, machst du aber Mack. Das mache ich dann Mack. Es sei denn, du sagst, nee, ich will alles im Weg haben, dann mache ich es im Weg. Aber das ist dann schon 1-2 Stunden mehr. Also ich vertraue dir da, das kannst du so machen, wie du es am Ende geiler, schöner, stabiler, besser und so weiter findest. Okay, gut. Ja. Man sieht jetzt ja auch nicht alles so, ne? An manchen Stellen sieht ja auch eine Macknaht cool aus, ne? Weißt du? Klar, man kann alles wegschweißen, wenn man will, ne? Aber wenn das erstmal lackiert ist, auch alles gut, ne? Genau. Wie gesagt, schlechter Schweißer schleift dann den hinter ab, anderer nicht. Wenn es gut geschweißt ist, kannst du sagen, Wick oder Mack ist eigentlich egal. Mhm. Weil das lackiert ist, sieht das schon ganz gut aus im Finish. Genau, das ist dann nämlich der nächste Punkt. Durchschweißen, lackieren. Montage. Montage. Es hätte zur Variante auch Pulver gegeben. Ich bin normalerweise so ein Pulver-Fan. Ja, habe ich gesehen an deinen
Macht's aber Pulver logischerweise schwerer als Lackieren? Ja, minimal. Minimal, weil du hast halt beim Pulver mehr Auflagefläche, die aufgebracht wird, als beim Lacken. Natürlich hast du dann auch mehr Stabilität bei dem Pulver selber. Da kannst du auch mal ein bisschen irgendwas dran stoßen lassen. Das ist nicht gleich alles ab, wie bei der Farbe. Aber du hast halt die Passung immer enger und immer enger. Und irgendwann hast du dann auch mal, dass du dann den Lack auch wirklich mal anziehst. Wir sind aktuell noch am Grübeln, ob wir ihn schwarz matt, Seidenglanz matt machen, wie bei euch im Ausstellungsraum vorne, oder weiß. Mhm. Ich denke mal, das seht ihr dann innerhalb dieses Videos hoffentlich noch, welche Farbe er am Ende geworden ist. Was würdest du machen, René? Von der Farbe her? Ja. Da du den Innenraum weiß lässt, würde ich ihn schwarz machen. Okay, ich auch. Schwarz war auch meine erste, guter Kontrast, mein erster Gedankengang. Yes, okay. Ich würde sagen, ihr kriegt jetzt ein kleines Zeitraffer hoffentlich, wie Sascha einmal alles durchfasst. So, Sascha, Schweißen alles geklappt? Ja, hat gut geklappt. Ein bisschen Schweiß war da drin, ein bisschen Blut auch. Also. Ich hatte den großen Wunsch, ich wollte das Ding unbedingt einmal ausgebaut, lackiert stehen haben, weil es sieht ausgebaut irgendwie noch mal ganz anders aus als im Auto, ne? Größer als Auto. Sieht schon so aus. Ja, man würde niemals denken, dass das Ding in den Auto, ins Auto reinpasst, ne? Nee. Eigentlich nicht. Ist der jetzt so von der Größe her ungefähr wie ein Golf oder ist viel, viel kleiner? Weil ich finde den Innenraum eigentlich immer recht. Recht groß. Der Raum nach oben hin ist, denke ich mal, sogar vielleicht noch mehr. Mhm. Aber ich denke mal, in der Breite wirst du ein bisschen vielleicht weniger haben. Mhm. Aber das ist alles so meistens 5 cm ungefähr nur. Also spielt sich, die Breiten spielen sich eigentlich fast immer in derselben Größe ab. Also okay, krass. Ja, selten, das ist extrem. So, hier seht ihr jetzt die Schnellverbinder, die wir euch gezeigt hatten. Und das war auch die Hoffnung, dass jetzt in Summe man die Dinger eigentlich fast gar nicht mehr sieht, ne? Genau, genau. Du hast jetzt wirklich dieses Bild, diese Optik, als wenn das wirklich ein durchgehendes Rohr wäre. Du hast nicht mehr die Muffen, die wirklich das Rohr teilen und dann die Schraubverbindung, die du dann siehst, die du dann natürlich auch steuern an den Seiten und sowas. Das ist jetzt wirklich komplett entfallen. Und dann haben wir wirklich in jeder Position, in Richtung, den Verbinder gesetzt. Also das sieht schon optisch sehr schön aus. Besser als wenn es ein Muffe wäre. Oder so. Vor allen Dingen Dachkreuz, ganz wichtig. Safety first quasi. Ja, geil. Was hast du, Maxi? Ich finde es brutal. Also das im Innenraum, das wird so scheppern. Ist schon ein richtig Rennauto jetzt, ne? Ja. Dann auch der Kontrast weiß-schwarz, denke ich mal, das wird auch knallen. Ja, das ist schon. Auch wenn du von, Maxi, wenn du von hier so reinfilmst, sieht man jetzt auch so schön das Gebogene, dass wir halt wirklich maximal viel Platz für den Fahrer haben, ne? Wäre natürlich noch extremer gegangen, aber dann wäre schon übertrieben. Ne? Also optisch muss ich jetzt wirklich sagen, ist für mich der Käfig perfekt. Schön. So, also schön. was die Optik so angeht, muss man einfach sagen, so mit dem, es gibt ja auch noch diese V-Version. Ja, genau. So, aber ich finde optisch Doppelkreuz mit dem verlängerten Flankenschutz, Kreuz und Doppel-A und die Ohrenstrebe, finde ich wirklich Maß der Dinge. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch wiegen, aber bevor wir das wiegen, möchte ich euch noch eine Sache auf jeden Fall zeigen. Jetzt muss ich euch einfach einmal zeigen, wie krass diese Platten hier drin verschweißt sind. Wenn du hier zum Beispiel mal reinfilmst, da unten, das ist jetzt ja nochmal, also es ist ja einmal die Bodenplatte und dann kommt nochmal eigentlich die Gegenplatte, wo der Käfig drauf verschraubt wird. Genau. Und die sind alle mit Loch, sind zusätzlich nochmal von innen verschweißt, von außen verschweißt. Da hinten sieht man es auch nochmal gut auf dem Dom. Auch ringsrum die ganzen Löcher verschweißt, ringsrum außen auch, dass wirklich komplette Verbindung da ist. Man muss es nicht zwingen, wenn es nicht unbedingt sein soll, aber man kann es wohl schon machen. Aber das sieht schon krass. Also wenn jetzt, das sieht jetzt schon so gut geschweißt und auch so gut passig im Innenraum aus, dass ich schon wieder ein Problem habe, diesen Innenraum jetzt irgendwie nicht auszulackieren. Ja. Weil wenn der jetzt noch geil auslackiert wäre, hier und da ein bisschen abgedichtet. Genau. Und dann dieser schwarze Käfig da drin steht. Genau. Wie einige von euch erkannt haben, die Matten müssen eh raus. Genauso muss von dem Kabelbaum vieles raus. Ja. Dann hast du schon das Level, wo du nur noch einen Schritt machst. Ja, immer einmal strahlen oder was und dann abwarten.
Noch einmal ins Bad. Einmal durch. Und Abfahrt. So, spannender Moment. Wir müssen mal kurz unsere Wagen aufbauen und dann geht es mit Punkt Gewicht weiter. Wir haben ihn nämlich tatsächlich noch nicht gewogen. So, pass auf jetzt. Müssen wir einmal kurz. Ich habe mir tatsächlich eine Zeichnung gemacht. Ich habe so grob den Käfig aufgezeichnet. Habe mir dann so grob im Kopf überlegt, wie viel Meter Rohr das sein könnten. Sind wir summa summarum bei 44 Kilo. So ist meine Prognose. Jetzt muss man allerdings 2 Kilo abziehen, weil die sind jetzt im Auto verschweißt. Und dann hast du wahrscheinlich noch nicht die ganzen Schellen noch extra gerechnet. Und doch, also ich hatte die hatte ich mit 4 Kilo. Okay, Kilo. Aber du hast ja hier die Schellen, die sind auch nochmal 5 mm. Ja, ich hatte 1 Kilo jetzt gedacht. Ne? Das ja, okay, gut, ja, ist wahrscheinlich ein Ticken mehr, aber... Oh, wo geht doch. Zu zweit, ja. Ja, okay. Dezent daneben. 53. Also leicht daneben nicht. Sind trotzdem 11 Kilo. 42, 11. 4 Kilo hast du an Verbinder drin. Ja. Oder 4,3 knapp. Das hatte ich auch getippt, ja. Und wenn wir Muffen genommen hätten, wären wir bei 2,2 ungefähr. 2,3 mit Schrauben ungefähr. 2,5. Mhm. Also 150 Kilo. Krass. Ich weiß gar nicht, wo ich die wieder rausflexen soll aus dem Auto. Ja, aber in dem Fall habe ich ja von euch gelernt, safety first, ne? Man weiß ja nie, was passiert, ne? Über 2 Kilo schwereres Rohr rein, was mich schützt, als... Ja. Nichts mehr. Ja. Das heißt aber, das gleiche Ding jetzt nicht in Chromo hätte 60, 70 Kilo, ne? Ja, 70 denke ich mal nicht, aber so an die 60 bestimmt dann. Ne? Also 10 Kilo kannst du dann hochrechnen. Ja, ja. Ist ja fast doppelt so schwer. 60 Kilo. Aber wie am Anfang schon gesagt, 40 bis 60 Kilo ist so die Schwankung. Kommt dann was drin ist. Ne? Okay, ja krass. Jetzt muss man dazu sagen, selbst wenn 10 Kilo mehr sind, optisch für mich nur 1. Deswegen kann man das ruhig verkraften. Und es ist jetzt ja auch viel, viel mehr drin, als wir ursprünglich geplant hatten, ne? Ja, genau. Ursprünglich hatten wir ja weder mit Dachkreuz noch mit... Hoppelkreuz, ja. So, ne? Ist jetzt ja schon viel, viel, viel mehr... Da sind nochmal fast 6 Meter dazugekommen. Das heißt, komplett verschweißt, hätten wir aber schon so Pi mal Daumen 4 Kilo Verbinder weniger. Und ja. Ich sag jetzt mal 2, 3 Kilo von den Verbindern nochmal. Also ungefähr. Also ich denke mal so an die 48, 49 Kilo wären wir rangekommen, wenn wir komplett geschweißt hätten. Mhm. Schweißen hat es ja auch nochmal ungefähr 1,5 Kilo. Ja. Also. Krass. Habt ihr gerade ein Auto da, wo eine Schweißzelle drin ist? Ja. Ich habe da vorne nämlich so ein altes, historisches Auto gesehen. Haben wir da. Das müssen wir uns gleich einmal nochmal ganz kurz angucken. Weil die Fragen, die ich gerade stellen wollte, können wir uns natürlich da perfekt angucken. Ja. Ja, nee, für mich ist der wirklich perfekt. Optisch 1, platzmäßig 1. Jetzt... Theoretisch würden wir ihn jetzt einbauen, praktisch muss ich mir leider erstmal einmal Gedanken machen, was ich mit dem Innenraum mache. Mhm. Weil macht natürlich keinen Sinn, den jetzt einzubauen und ich baue ihn dann nächste Woche zu Hause wieder aus. Montage, wie würdest du vorgehen? Logischerweise erst das hintere Teil? Ja, genau. Muss ja? Erst das hintere Teil. Ich würde es dann auch nur wirklich fixieren am obersten Punkt oder am untersten, ist egal. Dass du ihn nochmal zur Not hochdrücken kannst oder so ein bisschen bewegen kannst, damit du die Verbinder später dann reinsetzt. Also beim Montagezustand und beim Schweißen habe ich alles drin gelassen und danach erst gerichtet oder zumindest geguckt, wo er Spannung hatte. Man kriegt es wohl mit einem leichten Schlag, kriegt man es sauber rein. Deswegen auch aufpassen wegen den Richtungen. Aber das war von der Montage her eigentlich ziemlich simpel. Auch das Kreuz selber an sich war nicht mit Klemmen oder sowas, das konnte man gut ausstecken. Aber halt erst hinten, dann den vorderen Teil reinstellen. Genau, auch wieder fixieren die Füße, dass er nicht kippen kann. Ja. Und dann halt ein bisschen auseinanderdrücken und alles einsetzen. Sind eigentlich auch nur 6 oder 7 Schritte, also das ist nicht sehr viel, weil du so keine Muffen hast. Hinten ein komplettes Teil hast, das ist wesentlich einfacher. Deswegen ein komplettes Hinterteil ist eigentlich schon ganz angenehm. Ne? Und auch wahrscheinlich am stabilsten, ne? In einem Teil. Ja, weil du keine Trennstellen hast. Ja. Ja, ich weiß jetzt schon, ich werde auf dem Rückweg grübeln, wo wir mal 10 Kilo wieder rausholen hier. Nein. Ich würde sagen, wir gehen mal einmal kurz rüber. Ja, so kann es auch laufen, ne? Dann bringst du den Trabi zu Wichers und kriegst das Ding mit einer Vollzelle wieder. Ist hier viel Blech ab oder hat der Trabi wirklich nur so wenig Blech gehabt damals? Ich denke, er hat ziemlich wenig Blech gehabt, ne? Dann haben sie ja Geld gespart, wenn es geht. Also meistens haben wir sie auch so bekommen, auch in den Zertifikaten hast du meist hier nichts mehr drin gehabt. Mhm. Also das meistens die Außenhaut ist komplett Kunststoff und wirklich eigentlich nur das Hauptlayout ist nur Stahl. Ne? Und der Rest ist alles nur leicht. Habt ihr schon mehrere von den... Von den ja, das ist auch ein Zertifikatskäfig. Oder zumindest nach Zertifikat aufgebaut. Und ich glaube, 2 verschiedene Varianten haben wir davon. Mhm. Und ein paar Autos waren schon da. Also hier wollten wir euch einfach nur mal einmal kurz die richtige Rennsportversion zeigen. Da ist dann wirklich alles fest verschweißt. Das Ding geht hier nie wieder raus. Und es ist halt zusätzlich auch noch an der Karosse verschweißt. Ja,
einmal die zwei, drei Punkte hier am Hauptteil. Der Hauptbügel ist nochmal angeschweißt an der Karosse. Kannst du auch mit Laschen machen, oder aber wenn es angelegt ist mit dem Rohr, kannst du es auch mit dem Rohr verschweißen. Und in dem Fall kein Hauptbügelkreuz drin? Nee, wollte er nicht. Das ist dann auch wieder kundenspezifisch. Wenn es ein Zertifikat wäre und es wäre drin, dann müsste er es ja machen, aber ja, er wollte es so haben und das würde ihm reichen. Weil normalerweise ist schon das Hauptkreuz das, was am meisten Kraft im Falle des Überschlags, ja, auch. Ja, du hast ja die meiste Last wirklich hier oben auf der Ecke, oder wenn du einen Aufschlag hast, machst du meistens über die Ecke vorne die Rolle. Ja. Und da hast du wirklich die ersten Seitenkräfte, die auf den Käfig wirken. Ja. Und dann hast du meistens mit dem Kreuz alles abgesichert. Witzig ist, hier sieht man auch mal, wie bei dem Trabi höher das Dach eigentlich über dem Holm steht, ne? Wie das hier komplett rüber geht. Also da sieht man jetzt auf jeden Fall bei diesem Gerippe, wie stabil das Ganze am Ende durch so eine Zelle wird, ne? Aber wenn ich mir so den Rest so vom Aufbau hinten angucke, also, da ist ja eigentlich gar nichts da, ne? Da hättest du dann hier so mal in 2 Zentimeter. Genau, machen, sieht, ne, man ja so schon, ja. Da gehst du dann schon richtig in die Knie, ne? Dass das hier alles. Eine Frage noch an meinem Käfig jetzt: Wie viele Schweißstunden waren das? Schweißstunden, also mit Vorbereiten, Nacharbeiten, ich denke mal so 3 Stunden war ich dabei. Okay, krass. Auch mit Vorbereiten, wo ich ja auch wirklich anfange. Du kannst ja auch theoretisch hier irgendwo anfangen oder hier drin irgendwo anfangen, aber dann, wenn du dann schon zugeschweißt hast, du hast da eigentlich noch ein Luftloch, was du brauchst, ja, ja, weil sonst das Rohr aufplatzt oder sowas. Ich mache es eigentlich meistens so, weil das bei der Konstruktion eigentlich auch so machst. Man fängt immer von der Mitte innen aus an und arbeitet nach außen raus. Ne? Mhm. Dass du wirklich die Hitze nach außen arbeitest, dass du nicht wirklich irgendwie sich alles nach innen staut. Ne? Tja, ich würde sagen, so viel zum Thema mein Käfig im Abort. Zählt das noch als Käfig oder ist das schon eine Zelle? Wie wäre, nee, also ich würde schon noch als Käfig gehen. Käfig. Eine Zelle ist wirklich wenn der Karosse verschweißt ist, dann gehen wir auf Zelle. Nochmal vielen Dank an die Firma Wichers, dass wir das alles zeigen durften hier. Und ist wirklich geil geworden. Und im nächsten Step geht es weiter mit der Montage, würde ich sagen. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.